Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu meiner weiteren Folgen von 18 The Journey. Ja, Freunde, wir sind jetzt kurz vor der Winterpause. Zwar, okay, ich weiß jetzt nicht, wann die Pause in den USA ist, aber egal. Wir spielen jetzt gegen Sporting Kansas, steht da drauf. Und ja, Freunde, es sieht eigentlich sehr gut aus. Ligatechnisch sind wir oben mit dabei. Hör mal zu, Jungs. Wir sind in den Playoffs. Hin- und Rückspiel. Und heute sind wir in der Fremde, Gentlemen. Seid diszipliniert. Agiert als Team. Gebt ihren Fans nichts zum Jubeln. Erzwingt Fehler. Dann bekommt ihr euer Auswärtstor. Harte Arbeit und Selbstvertrauen haben uns hierher gebracht. Doch heute zählen auch Konzentration und Intensität genauso viel. Nur eine einzige Unaufmerksamkeit und alles ist vorbei. Si se puede. So, Freunde. Nochmal eine Traineransprache bekommen vom. Es liegt heute so ein wenig auf LA Galaxy. Richtig gut drauf in letzter Zeit. Heute ist es natürlich eine Riesenaufgabe und wir gucken mal, was das Team abrufen kann. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Ah, schade. Die LA Galaxy mit der Ecke. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Der hat eine unglaubliche Ballbehandlung, macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Wird das eine Torchance? Sehr guter Einsatz. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Susi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fairer Einsatz hier. Elis Sanchez. Dos Santos. Zart ist jetzt. Jonathan Dos Santos. Hereingabe jetzt. Ball ist weg. Aber das ist ein Foul. Da muss er Freistoß geben. Das könnte gefährlich werden. Da geht er dazwischen. Elis Sanchez. Espinosa. Macht er ihn. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Sie müssen aufpassen. Wird's jetzt gefährlich? Den Ball holt er sich. Sehr schöner Pass. Schöne Aktion. Sehr schöner Pass. Das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Jawohl. Super Pass. Da ist die Führung für die Galaxy. Wichtiges Tor. Jetzt haben sie die Partie erstmal so ein wenig im Griff. Alexander nicht beteiligt, aber es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Alessandrini. Auf jeden Fall ein guter Ausgang. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Medranda. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Diego Rubio. Wird das was? Macht er ihn! Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Weg ist der Ball. Schaut sich um, wo ist vielleicht die. Schuss! Es gibt Ecke, vielleicht eine gute Chance auf den Ausgleich.
Da kommt die Ecke. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Jones. Ein guter Doppelpass. Alexander am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Die Galaxy legen noch einen drauf. Also die wollen es aber wirklich wissen, so wie die hier auftreten. Fans sind zufrieden. Und da ist das nächste Tor. Und den Ball wollte er genau so machen. Klasse. Da war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Eli Sanchez. Jones. Zades. Espinosa. Pfeilhaber. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr gut aufgepasst. Es gibt Ecke. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Die Ecke kommt er. Ja, ganz sicher, den Ball hat der Keeper. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Zades. Das hätte eine gute Gelegenheit gegeben. Führung zur Pause für die Galaxy. Sieht gut aus. So, Freunde. Wir haben Halbzeit und es sieht sehr gut aus. Wir führen 2:0. Alexander LA führt hier bislang, liebe Zuschauer. Mal sehen, wie es weitergeht. Wäre sehr gut, wenn er noch einmal trifft. Ja. Jetzt wird's gefährlich. Dame. Zades. Alex. Ah, er versucht's. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Mist. Spielt den Ball direkt zurück. Jetzt vielleicht. Schade. Klasse gehalten. Ecke für die LA Galaxy. Jetzt die Ecke. Der Ball geht Richtung Hunter. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jones. Jonathan dos Santos. Da gewinnt er den Zweikampf. Medranda. Dos Santos. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Susi. Alessandrini. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Susi. Pfeilhaber. Guter Pass. Das sieht gut aus. Oh, kein Tor. Da hatten viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Wechsel bei LA. Okay, wir müssen noch ein Tor schießen. Schauen wir mal, was wir machen können. Wird das eine Torchance? Da kommt die Flanke. Oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt gibt's. Achtung jetzt! Sie haben immer noch den Ball. Er schießt! Chance lebt noch! Einwurf LA Galaxy. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Hunter. Ah, Mist, ey. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Medranda. Alessandrini. Und Hunter. Da holt er den Ball zurück. Mustiva. Wird's jetzt gefährlich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Komm schon. Ein guter Doppelpass. Zieh durch.
Alex Hunter. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Er spielt den Pass zurück. Ah, nein, nicht abhauen. Komm, haust ab, Alter. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Abseits. Schönes Zuspiel. Klasse! War ein Abseits. Da kommt der Schuss. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Das könnte die Chance werden. Da geht er dazwischen. Und Hunter. Jetzt zieh mal nach hinten, vorne. Oh, sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Jetzt kann er flanken. Da ist die Hereingabe. Regt er mich auf, ja. Die Defensive steht. Schönes Pressing jetzt. Pfeilhaber. Gerso. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Der Abstoß direkt zum Gegner. Da könnte jetzt... Und jetzt der Schuss. Ah, das ist natürlich... Das ist der Schlusspfiff. Die Galaxy gehen also mit einem Sieg in das Rückspiel. Genau das, was man sich erhofft hatte. Gute Ausgangssituation. Sie gewinnen das Hinspiel und das Halbfinale ist damit in greifbarer Nähe. Und jetzt müssen Sie aufpassen, Sie dürfen nicht meinen, dass Sie schon durch sind. Konzentriert ins Rückspiel gehen. Ich würde mal sagen, ich mache mal weiter den Kinomodus an. Ich habe total vergessen, Thermos zu machen, weil die stört total. Ja. Machen wir mal weiter. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall 2-0 gewonnen, das ist sehr, sehr gut. Ich muss mal jetzt gerade gucken, wo wir jetzt genau stehen in der Liga. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehr nice. Ich werde jetzt, glaube ich, nächstes Spiel alleine spielen und danach wieder mit Team. Macht voll Bock. Macht so sehr Bock. So sehr. Okay, Liga, Tabelle, Liga, Tabelle. Tabelle. Hallo. Tabelle. Kein Spiel. Hier. Ja, man sieht sich. Hey Hunter, been playing like a madman, bro. Echt überragend. Weiß ich doch, danke Mann, ich mach bloß meinen Job. Danke Mann. Machen wir, danke Mann. Vielen Dank, Mann. Don't thank me, you've earned it. Ist ja normal, ne? Europäer, dann muss das hinhauen. So, Freunde. Leider konnte ich jetzt eben nicht sehen, welche Tabellensituationen gerade sind. Aber. Achso, das sind die Playoffs. Stimmt, ich hab vergessen. Playoffs. Okay, wir haben wohl jetzt hier ein Rückmatch gegen Kansas. Das müssen wir. Ich spiele auf jeden Fall jetzt alleine mit Hunter. Nächstes Spiel spielen wir ja mit dem Team. Dann kommen wir. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir begrüßen Sie zum Rückspiel im Halbfinale der Western Conference. Ja, und damit hallo auch von meiner Seite. Und die Frage ist, wie treten die Galaxy heute auf? War eine gute Leistung im Hinspiel. Die Frage ist, ob die Führung reicht. Gehen Sie weiter in die Offensive oder wollen Sie das Ding über die Runden schaukeln? Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen es hier heute in einem 4-4-2, Buschi. Noch was zu ergänzen? Vielleicht nur, dass sie vorne mit einer hängenden Spitze agieren. Häufig stehen bei dieser Formation ja beide Stürmer auf einer Höhe.
Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ashley Cole. Dos Santos. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Und das gibt Ekball. Jetzt der Eckball. Latte. Aber der Ball ist noch heil. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Wichtig vor allem die Vorbereitung dieses Treffers, eine richtig gute Ecke. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das könnte gefährlich werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Ashley Cole. Dos Santos. Jones. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Medranda. Er kann ihn reinbringen. Jetzt vielleicht. Er trifft die Latte. Und direkt zurückgespielt. Boateng. Jetzt wird's gefährlich. Opara. Das frühe Stören jetzt. Elis Sanchez. Pfeilhaber. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Und jetzt der Schuss. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Jones. Jones. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Dos Santos. Wird das seine Torchance? Alex Hunter. Da zieht er ab. Latte, aber die Chance lebt noch. Einwurf, LA Galaxy. Jonathan Dos Santos. Jones. Jones. Macht er ihn. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Dos Santos. Zart ist jetzt. Wird's jetzt gefährlich? Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Boateng. Jonathan Dos Santos. Und jetzt die Chance. Warum schießt du nicht, Alter? Alex Hunter! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Gerso. Susi. Die Defensive steht. Er hat alle Zeit der Welt, schießt, steht vom Torwart und macht nichts. Flanke jetzt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Dame. Jetzt aber. Jetzt, für die jetzt, Galaxy jetzt, läuft es heute. Wenn sich nichts mehr tut. So, wir machen weiter mit Durchgang 2 hier im StubHub Center. Zardes. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Medranda. Jetzt müssen sie aufpassen.
Espinosa. Gerso. Er bekommt die Unterstützung. Medranda. Da ist die Flanke. So schnell wie möglich ein Druck aus ihm und den Ball da wieder los. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Hereingabe. Viel zu gefährlich. Und das gibt Ecke. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Die Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und nun Bessler. Mustiba. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da trennt er ihn vom Ball. Und Hunter. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. LA mit dem Wechsel. Espinosa. Pass auf die Außenbahn. Da will er den weiten Ball spielen, aber er kommt nicht an. Er geht weite Wege. Jones. Dos Santos. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Pfeilhaber. Gerso. Espinosa. Das könnte die Chance werden. Mustiba. Gut verteidigt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sie haben den Ball. Espinosa. Geht er rein? Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Sie bereiten einen Wechsel vor. Opara. Und jetzt ist der Ball geklärt. Medranda. Jetzt die Flanke. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Ashley Cole. Schöne Aktion. Das sieht gut aus. Wird das eine Torchance? Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Medranda. Jetzt wird's gefährlich. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Espinosa. Jetzt Bessler. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr gut aufgepasst. Hunter. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Da zieht er ab. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. So, der Schlusspfiff, das war's in dieser heutigen Partie. Die Galaxy haben es geschafft. Starke Leistung, Kompliment an die Mannschaft, an den Trainer. Auf den Punkt in Bestform. So kann es aus Sicht der Galaxy natürlich weitergehen. Sie haben es gepackt. Halbfinale. Sie gehören zu den besten 4 Mannschaften. Ob Sie damit gerechnet haben, auf jeden Fall ist das Finale jetzt in Reichweite.
Alex. Mr. Hunter, Alex. Oh, yeah, right here. Was haben wir denn da? Hook? Ja, das ist es. Wir haben 90 Grad. Ja, thank you. Yo, du fragst dich bestimmt, warum ich jetzt auf einmal am Ende hier auftauche. Das hat den Grund, dass ich nur sagen wollte, Dankeschön nochmal, dass du bis hierhin geguckt hast. Auf jeden Fall fetten Dank, dass du auch bis jetzt auch gerne meine Videos geguckt hast bis hierhin. Gibt es ja vielleicht einige von euch da draußen, die es wahrscheinlich gefallen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal Danke sagen. Und wenn du noch mehr solche Sachen sehen möchtest, dann lass doch gerne ein Abo da. Und folgt mir gerne auf Twitch, weil da bin ich die ganze Woche halt am Streamen. Nicht nur halt FIFA, sondern jetzt bald auch die nächsten Games. Ich kann mal kurz was zeigen. Also das haben wir ja schon hier. Das ist auch schon durch. Zum Beispiel... Sei mal durch, Lan. Das ist jetzt das nächste Spiel, was ich spielen möchte mit euch. Auf jeden Fall online könnt ihr auch mit dabei sein. Ich bin gerade dabei, meinen Discord-Channel am machen. Und dann zum Beispiel hier das hier. Ich weiß, Black Ops 4 ist gerade draußen. Aber momentan Parayok, Tminias Vuelo. Und ja, dann hier noch so ein bisschen, dann das hier noch, ist auch ein bisschen älter. Eigentlich wollte ich direkt nach FIFA das hier zocken, aber ihr könnt eigentlich selber entscheiden. Wenn du gerne was als erstes sehen möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Dann hier noch so ein bisschen Homefront, dann Watch Dogs, aber eins wollte ich eigentlich zuerst spielen. Aber ich spiele zuerst hier die Spiele hier durch, dann hier noch Ghost Recon. Und als allerletztes habe ich noch hier Far Cry. Auf jeden Fall, das ist so diese kleine Sammlung hier, die ich jetzt zuletzt hatte, die ich mit euch auf jeden Fall spielen will. Und die spiele ich auch alle auf Twitch. Ihr könnt mir gerne da folgen. Ich verlinke nochmal hier oder unten meinen Twitch-Channel oder Kanal, wie auch immer. Und da würde ich gerne sagen nochmal Dankeschön, dass du es dir angeguckt hast. Und lass ein Abo da, wenn du möchtest. Und bis dann. Dein Khalid oder euer Khalid und ciao.